Wechseln auch Sie zur ErzNet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer, einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur ErzNet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt, meine sehr geehrten Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Im Gepäck haben wir für Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise für die kommende Woche aus unserem Sendegebiet in kurzer und übersichtlicher Form zusammengetragen. Gleich an erster Stelle dieser Sendung steht ein Konzert der Extraklasse. Im Lichterdorf Mauersberg in der Kirche findet am 2. Februar um 19 Uhr das Konzert von Maxim Kowalews Don Kosaken statt. Ein Hörerlebnis, das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Er, also Maxim Kowalew, stammt aus einer sehr musikalischen Familie und so konnte er sich der Musik schon in Kindertagen nicht entziehen. Ja, es wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Er sieht es bis heute als seine Aufgabe, die schönsten russischen Melodien erklingen zu lassen. Und dieser Klangkörper aus einzigartigen Künstlern, wenn man so will, lässt das musikalische Erbe der Kosaken auf technisch brillantem Niveau wieder aufleben. Und wo klingt eine solch sakrale Musik am schönsten? Richtig, in einer Kirche. Also, liebe Zuschauer, schnell Tickets sichern und von diesem außergewöhnlichen Gesang mitreißen lassen. Zum Abschluss der Weihnachtszeit im Erzgebirge lädt der Tourismusverein Olbernhau am Donnerstag, den 2. Februar, auf den Olbernhauer Marktplatz ein. Ja, unter dem Motto "Wir blasen jetzt die Lichter aus" spielt ab 17.30 Uhr der Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde Olbernhau. Es wird hier auch eine kleine Andacht geben und pünktlich um 18 Uhr werden die Lichter auf dem großen Weihnachtsbaum in der Stadtkirche, dem Museum und in der inneren Grüntaler Straße gelöscht. Unterstützung kommt neben der Kirchgemeinde vom Förderverein des Museums Olbernhau. Ja, diese legen für Sie noch einmal die Bratwurst auf den Rost. Der Tourismusverein lädt zu Speckfettbämmen und Glühwein ein. Die Veranstaltung zur Lichtmesse fand schon im Jahr 2016 statt, da zum ersten Mal. Und die Organisatoren waren von der überwältigenden Resonanz so begeistert, dass man das dieses Jahr eben nochmal macht. Und da rechnet man doch ganz fest mit Ihnen, denn das sind die letzten Minuten des Lichterglanzes auf dem Olbernhauer Marktplatzes, zumindest bis zum nächsten Weihnachtsfest. Und das können Sie gemeinsam genießen. Ja, Volksmusik im übertragenen Sinne hören und erleben Sie auch in Marienberg, nämlich in der Baldauf-Villa. Notieren Sie sich den 3. Februar, 20 Uhr. Apparatschik sind zu Gast. Ein Gespenst geht um in Europa. Die Russen kommen. Ja, mit russischer Musik, so überraschend wie der Sputnik, Live-Musik zum Zuhören, wildem Abtanzen und natürlich um zu feiern wie die Russen. Ja. Die Auftrittsorte der interkulturell besetzten Berliner Band sind dabei ebenso ungewöhnlich wie ihre Musik. Sie spielen mit derselben Selbstverständlichkeit eben auf alternativen Open-Air-Events oder auf klassisch ausgerichteten Musikveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Schleswig-Holstein-Musikfestival. Aber auch Kooperationen mit klassischen Chören wie dem 108 Mitglieder umfassenden Robert-Schumann-Philharmonie-Orchester sind ebenso möglich wie eben Auftritte in kleineren Jazzclubs. Seit mehr als 20 Jahren sind sie unterwegs und überraschen das Publikum noch immer mit ihrer enormen Spielfreude und der beinahe unglaublichen Kraft, die sie ihren authentisch akustischen Instrumenten der russischen Folklore entlocken. Und erst recht dann, wenn man diese ans Stromnetz angeschlossen hat.
Im Rahmen der Erzgebirgischen Musiktage 2017 sehen Sie am 4. Februar um 17 Uhr in den Hallen der Baldorf-Villa ein Klangfarbenkonzert. Es handelt sich hierbei um eine Live-Dia-Show und dazu Didgeridoo. Ja, 7 Monate reiste der freiberufliche Fotograf Sven Oyen quer durch Australien. Ob zu Fuß, mit dem Motorrad oder Jeep auf staubigen Outback-Pisten unterwegs, es wurde eine Reise durch Landschaften der Superlative und der Begegnungen mit der einzigartigen Tierwelt des Roten Kontinents. Die wahrscheinlich älteste Kultur der Erde, die der Aborigines, entführt sie bei traditionellen Tanzritualen mit dem Klang von Didgeridoo und uralten überlieferten Gesängen in die Traumzeit. Sven Oyen lässt diese spannende Reise durch Down Under mit Großbildprojekten, einzigartigen Bildern und einfühlsamer Moderation in Kinoqualität erlebbar werden. Außerdem werden bei dem außergewöhnlichen Konzert des Wolkensteiner Ditchman Bernd Michael Rassenberg alle Klangfarben des Didgeridoo von archaisch bis rhythmisch, modern, live hörbar sein. Das ist ein Erlebnis, sage ich Ihnen. Am 5. Februar wird um 17 Uhr in der Baldorf-Villa die subversive Wirkung von Kaugummi unter die Lupe genommen. Lothar Becker legt sein Romandebüt vor, doch ein Debütant ist er eigentlich nicht. Durch seine sozialkritischen Musicals und seine Kurzgeschichtenlesungen ist er in Mitteldeutschland längst ein Begriff. Mit Bubblegum 69 realisierte er nun eine aberwitzige Coming-of-Age-Geschichte mit biografischem Hintergrund. Ja, die ihm eigentlich auch schon lange auf bzw. unter den Nägeln brannte. Die Zutaten sind ein 9-Jähriger, der sich für einen alten Mann hält, alte Männer, die nur noch auf ihrer Vergangenheit herumkauen, und ein Kaugummi, der plötzlich alles verändert. Becker entwirft eine finstere 60er-Jahre-Welt, in der es eigentlich kein Entrinnen aus der Enge und Tristesse einer namenlosen Kleinstadt zu geben scheint. Die Einwohner, ja, die können sich von ihrer Vergangenheit nicht lösen und die leben in Angst vor den Zudringlichkeiten des Lebens. Die sind quasi erstarrt. Der Pfarrer kündigt unentwegt die Apokalypse an, der Arzt ruft zum wöchentlichen Röntgen und nur der Anblick der Beine der Friseurinnen bietet ein bisschen Lebensfreude. Die Mondlandung und die 68er Studentenrevolten scheinen von diesem Szenario Lichtjahre entfernt zu sein. Doch irgendwann versteht der Protagonist, er muss ja eigentlich nur die Augen öffnen, um endlich Farbe und Freiheit zu sehen. Eine Zeitreise voller hintergründiger Ironie und sehr schwarzem Humor. Etwas ruhiger geht es am Donnerstag, den 2. Februar, in der Bergkirche im Spielzeugdorf Seifen zu. Sie sind um 17 Uhr ein gern gesehener Besucher oder Gast zur Lichtmess. Die Sänger mit dem Stern aus Seifen, hoi gern. Mundart Gottesdienst und mit von der Partie sind die Hutzenbossen, die Seifener Kurrende, der Posaunenchor, Kantor Tobias Braun, Pfarrer Michael Harzer und natürlich Sie, liebe Zuschauer. Ja, reges Treiben auch in Dittmannsdorf bei Gurnau. Die Narrenzeit, die ist in vollem Gange und genau deswegen lädt man Sie ganz herzlich zum kleinen Tiroler Fasching am 4. Februar in die Kultur- und Sporthalle ein. Goodbye Deutschland heißt es in diesem Jahr pünktlich um 19 Uhr. Ja, und die originelle Einladung des Heimatvereins muss ich mal so vortragen. Die Grenzen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten werden ab 18 Uhr geöffnet. Um unnötige Wartezeiten im Transitbereich zu vermeiden, wird um pünktliches Einwandern gebeten. Die Ausreiseanträge erhalten Sie unter Benutzung des eingeblendeten Fernrufes oder Sie finden Internet. Dann greifen Sie zur Mailbox mit der Aufschrift karten@dittmannsdorf.com. So, meine sehr geehrten Zuschauer, wir sind auch schon wieder am Ende von MEF Kompakt angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder zahlreiche Informationen nach Hause liefern. Eine Info habe ich noch, nämlich den Hinweis zu den Blitztipps. Den finden Sie auf unserer Videotexttafel Seite 112 und natürlich im Internet auf www.mef-line.de. Ja, wenn Sie einmal da sind, können Sie doch gleich mal nachschauen nach den Sendezeiten unserer Sendeformate. Auch im Videotext ab der Seite 120 erfahren Sie mehr über die Sendezeiten vom Wochenrückblick, den tagesaktuellen Nachrichten in Megional und natürlich von MEF Kompakt. Ja, Sendung verpasst? Kein Problem. Das Ganze geht auch via Internet
auf Facebook, YouTube und natürlich auf unserer Homepage in der Online-Mediathek. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie immer daran, egal was Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Machen Sie es gut. Wechseln auch Sie zur ErzNet AG, dem regionalen Internet- und Telefonieanbieter. Bereits 17 Städte und Gemeinden profitieren von den günstigen Verbindungspreisen und dem Internetanschluss mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Und der Ausbau des Netzes wird weiter vorangetrieben. Bei uns haben Sie persönliche Ansprechpartner und keine teure Hotline. Wir bieten Ihnen den Installations- und Anschlussservice, kostenlose Rufnummernmitnahme Ihrer bisherigen Festnetznummer. Einfacher Tarifwechsel über unsere Mitarbeiter oder im Internet. Dadurch können Sie den Tarif flexibel an Ihre Nutzung anpassen. Und selbstverständlich erhalten Sie 5 kostenlose E-Mail-Adressen. Für einen 100-Megabit-Anschluss inklusive Telefonie-Flat zahlen Sie derzeit woanders mehr als 15 Euro? Dann lohnt ein Wechsel zur ErzNet AG. Einfach im Internet unter www.erznet.tv.